in dieser Aufgabe 29, wie gerade kurz andiskutiert, haben wir zwei Widerstände, R1 und R2. Und jetzt steht so ein schöner Satz in der Aufgabenstellung drin, der mir gerade vorsouffliert wurde. Also die Reihenschaltung von den beiden Widerständen, die können wir formell natürlich so aufschreiben, R1 plus R2, ja, die soll jetzt K mal größer sein, also K ist irgendein Faktor, als die Parallelschaltung von den beiden Widerständen. So, wie würde ich jetzt Parallelschaltung hinschreiben? Kann ja erstmal so machen, dass ich hinschreibe R1 parallel R2. Da können wir uns ja gleich Gedanken darüber machen, wie man das ausrechnet. Ne? Also die Reihenschaltung soll K mal größer sein als die Parallelschaltung. Und das, was jetzt gesucht ist, ich schreibe mal hier vielleicht noch ein mit dazwischen. Ne? Also zwei Widerstände, R1 und R2 mit diesem Reihenschaltung soll K mal größer sein als Parallelschaltung. Und gesucht ist das Verhältnis zwischen den beiden Widerständen, also R1 durch R2. Und das ist dann so ein bisschen so ähnlich wie in der Aufgabe 26, die es in einem anderen Video gibt, wo man auch zwei Widerstände hat und die in Reihe schaltet, die auch parallel schaltet und auch einzeln benutzt. Und dann soll es zwischen diesen Stufen immer gleiche Verhältnisse geben. Hier ist jetzt, gucken wir nur auf die Parallelschaltung, nur auf die Reihenschaltung. Sollen dieses Verhältnis ausrechnen. Und dann ist noch gefragt, wie groß ist das K-Min, wenn ich das mal so aufschreibe. Wie groß ist das minimale K? Das minimale K oder das kleinstmögliche K, was man hier eben in diese Formel einsetzen kann. So, na gut, das ist die Aufgabe. So, jetzt brauchen wir irgendwie Lösungsideen. Und Ansätze und irgendwas, was wir formelmäßig aufschreiben können, um uns diesem Problem zu nähern. Und also eine Sache, die mir jetzt sofort einfallen würde, ist, was können wir hier mit der Parallelschaltung machen? Also ich meine, irgendwie muss ich die am Ende ausrechnen. Was kann ich statt R1 parallel R2 hinschreiben? Genau, also ich könnte dafür hinschreiben, ich rechne K mal 1 durch R1 plus 1 durch R2. Ja, und jetzt ist das nicht so attraktiv als Formel, weil Doppelbruch, ja, und so. Also was machen wir daraus wieder? Genau, also wir können das jetzt hier oben mit R1 und R2 erweitern und wir können das hier unten mit R1 und R2 erweitern. Ja, und dann kommt da eben raus, K mal, oder schreibe ich hier drunter hin, kommt da raus, K mal, und dann haben wir eben über dem Bruchstrich R1 mal R2. Und unter dem Bruchstrich kürze ich hier das R1 weg, es bleibt ein R2 über, hier kürze ich das R2 weg, es bleibt ein R1 über, ich tausche mal R1 und R2 um, dann steht da R1 plus R2. Also diese altbekannte Formel. Wir können die Parallelschaltung von zwei Widerständen ausrechnen als Produkt der Widerstände geteilt durch die Summe. Ja, was irgendwie schöner ist als diese Formel im Sinne von, wir haben keinen Doppelbruch. Also die Formel, die hat natürlich den Vorteil, dass da R1 und R2 jeweils nur einmal auftauchen. Hier tauchen die eben zweimal auf. Und da müssen wir mal gucken, vielleicht ist das nachher, ne, wenn es um dieses Verhältnis geht, gar nicht so schlau, das irgendwie so aufzuschreiben, aber vielleicht doch. Ja. So, und das soll jetzt eben so groß sein wie R1 plus R2. So, weitere Ideen? Ja, also wir könnten, also was einem jetzt auffällt, hier steht irgendwie genau das gleiche wie hier. Ja? Also wir könnten jetzt mit dem hier erweitern auf, oder mit dem Nenner hier multiplizieren auf beiden Seiten, dann würde das hier weggehen und dann würden wir hier ein Quadrat hinbekommen. Das könnte man bestimmt machen. Also schreibe ich mal hinter mal R1 plus R2. Und dann haben wir das hier weg auf der Seite und hier haben wir das als Quadrat. Ja. So, wie machen wir dann weiter?
Also wir haben ja, also wie bei so ein bisschen ähnlich wie bei der Aufgabe 26 das Problem. Ja, wir haben jetzt eine Gleichung. Das K wissen wir noch nicht, aber das ist auch eigentlich nicht so schlimm, dass wir es nicht wissen. Das K können wir als gegeben annehmen. Wir sollen ja in Abhängigkeit von K irgendwas ausrechnen. Aber wir haben eben eine Gleichung mit zwei Unbekannten, R1 und R2. Und es geht ja auch gar nicht darum, wie groß R1 und R2 am Ende wirklich sind. Es geht um das Verhältnis von den beiden. Ja? So, also wäre es schlau, dieses Verhältnis meines Erachtens zum Beispiel x zu nennen. Ja, ich mache mal so ein ist gleich mit so einem Ausrufezeichen drüber. Wir definieren, wir nennen jetzt dieses Verhältnis x. Und jetzt können wir zum Beispiel versuchen, dass R1, also das mal nach R1 umzustellen. Also sagen wir, R1 wäre x mal R2. Ja, wenn x das Verhältnis zwischen den beiden ist, so ich multipliziere einfach das R2 hier hoch. Und jetzt könnte ich das nehmen, das R1, und könnte das hier und hier einsetzen. Und dann habe ich ja eine Gleichung im Idealfall, wo ich jetzt erstmal nur das x, unser gesuchtes Verhältnis drin habe, und R2, und hoffentlich vielleicht könnte sich R2 rauskürzen. Ja, und dann habe ich nur noch das Verhältnis da drin. Das wäre im Prinzip ganz cool. So, das könnten wir jetzt machen. Das machen wir auch mal gleich. Und bevor wir das machen, würde ich ja ganz gerne noch kurz 3 Minuten Zeit oder so darauf verschwenden, mal irgendwie darüber nachzudenken, über das hier hinten. Also was wären denn sinnvolle Verhältnisse für so ein K? Ja, oder was wäre denn der kleinstmögliche Wert für dieses K? Also um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ich immer sage, ne? Größenordnungsmäßig. Also bevor man jetzt eine Aufgabe in Formeln runterbricht, irgendwas wild ausrechnet, irgendwie 3 Umstellungsfehler macht, am Ende kommt irgendein Quatsch raus, ist es meines Erachtens aber gar nicht so verkehrt, mal, ne, jetzt, okay, Lösungsweg ist bestimmt möglich. Wir lassen mal einen Schritt zurückgehen, lassen mal kurz irgendwie drüber nachdenken, was hier passiert. So, und ich meine, wir könnten, also, was man sich jetzt meines Erachtens als Fälle überlegen könnte, ist, ich mache mal hier so, ich schreibe mal hier in Fallunterscheidung. Ja, mal so als Überlegung. Und ja, also welcher bestimmt einfach zu berechnende Fall würde einem so direkt einfallen? Wenn ich mal irgendwie, ich schalte jetzt, ich habe 2 Widerstände, ich schalte die in Reihe und parallel. Was für ein Fall wäre auf jeden Fall einfach auszurechnen? Naja, zum Beispiel, wenn die Widerstände gleich groß sind. Ja, also ein Fall, der mir jetzt persönlich sofort einfallen würde, wäre R1 ist R2. So, wenn ich mir das jetzt mal mit R1 ist R2 aufschreibe, was da oben rauskommt, so, dann habe ich hier 2-mal den Widerstand. Ja, und ich schreibe mal, oh, ich mache es noch plakativer. Ich schreibe mal hin, R1 ist gleich R2 und ist gleich 1 Ohm. Ja, das ist ja jetzt noch besser. So, ist ja gar keine Frage. So, die sind jetzt beide 1 Ohm groß. Wenn ich das jetzt ausrechne, kommt da was raus? 2 Ohm. So, und wenn ich 1 Ohm und 1 Ohm parallel schalte, wenn man 2 gleich große Widerstände parallel schaltet, was kommt dann raus? 1/2, genau. Ja. Also die Parallelschaltung ist 1/2, dann steht da K mal 1/2 Ohm oder 1/2 Ohm. So, und was würde das jetzt für unser K bedeuten? K ist 4, ganz genau, ne? Weil 2 ist 4-mal so groß wie 1/2. Also wenn die beiden Widerstände gleich groß sind, kann man sich überlegen, kommt da raus, K ist gleich 4. So, jetzt können wir uns als zweiten Fall zum Beispiel mal überlegen, wir machen mal den ganz groß und den im Vergleich irgendwie relativ klein. Also wir sagen mal, R1, ja, ist viel, viel größer als R2. Zum Beispiel R1 ist 1 Kilo-Ohm und R2 ist nur weiterhin 1 Ohm groß. So, wenn ich die Reinschaltung ausrechne, was kommt raus? Du hast eine andere Frage?
2, ja, ist immer mehr als 4 mal 1 mal 2. Ich denke auch. Ja, deswegen K ist mindestens 4. Genau, also das denke ich auch, was aus meiner Betrachtung hier rauskommt. Ja? Okay. Wenn wir jetzt mal hier mit dem Zahlenbeispiel einfach kurz weitermachen. Also wenn ich 1 Kilo Ohm und 1 Ohm in Reihe schalte, kommt was raus? 1,001 Kilo Ohm. 1,001 Kilo Ohm, was ungefähr roundabout 1 Kilo Ohm wäre. Ja, also in der Reihenschaltung gewinnt einfach der größere von den beiden Widerständen. So, und das soll ja K mal so groß sein wie die Parallelschaltung. Wenn ich jetzt 1 Kilo Ohm und 1 Ohm parallel schalte, kommt da was bei raus? Ungefähr 1 Ohm. Ja, also ein bisschen weniger als 1 Ohm, aber hier oben steht eben 1000 mal 1 geteilt durch 1000 plus 1. Und dann habe ich 1000 durch 1001. Das ist so, wie wir vorhin irgendwie hatten. Ne? Irgendwie, also da kommen, sagen wir mal, roundabout 0,999 Ohm raus wahrscheinlich. So, irgendwie so ungefähr. So, und das heißt, hier würde jetzt rauskommen, ne, das ist ungefähr 1000, das ist ungefähr 1. Das heißt, hier kommt raus, K ist ungefähr 1000. So, weil der eine Widerstand eben 1000-mal so groß wird wie der andere. Ja, und nach unten wird das irgendwie so ein bisschen anders. Aber das kleinste K werden wir auf jeden Fall dann hinbekommen, wenn die beiden gleich groß sind. Und dann ist das kleinste K gleich 4. Und tja, wenn man jetzt so ganz scharf auf diese Formel hier drauf schaut, springt einem das vielleicht auch ein bisschen an, dass ich setze hier zwei Zahlen ein als Produkt und hier habe ich die Summe von den zwei Zahlen. Und dass dann das Quadrat von der Summe irgendwie nicht kleiner sein kann als 4 mal das Produkt von den Zahlen. Weiß nicht, wenn man jetzt so ein bisschen zahlentheoretisch darüber nachdenkt, klingt das jetzt auf jeden Fall auch nicht ganz unplausibel. So. Also was auch immer wir jetzt machen, da sollte am Ende rauskommen, dass das K größer als 4 ist. So, also setzen wir mal den Spaß jetzt ein hier, unser R1 ist x mal R2, dann steht hier auf der Seite, ja, wird da draus jetzt eben x mal R2 plus R2 zum Quadrat. Und auf der anderen Seite steht k mal, und für R1 setze ich wieder ein, x mal R2, x mal R2 mal R2. So, und jetzt könnte man bestimmt, hier habe ich jetzt irgendwas ein bisschen verbastelt, so muss die 2, ne? Mal R2 und aus R2 mal R2 kann ich gleich R2 Quadrat machen. So, wie geht es jetzt weiter mit der Formel, mit der Umstellung? Was kann ich hier vorne machen? Ja, kürzen oder sagen wir mal besser, wir klammern mal ein R2 aus. Ja, ich schreibe das hier vorne so oben, dass ich sage, also R2 mal x plus 1 zum Quadrat. Und hier drüben steht eben jetzt immer noch k mal x mal R2 und aus R2 mal R2 mache ich mal ein R2 Quadrat. So, und jetzt sagt uns unsere Formel hier oben, R2 sollte nicht 0 sein, weil dann funktioniert es nicht, kann ich durch 0 teilen, wäre auch total blöd, wenn einer der beiden Widerstände irgendwie 0 wäre, hätte ich ja keinen Widerstand. Und also weil R2 nicht 0 sein kann, das wäre im Sinne der Aufgabe nicht sinnvoll, kann ich hier auch durch das R2-Quadrat und durch das R2-Quadrat hier drüben teilen. So, also nachdem wir das ausgeklammert haben, können wir dadurch teilen. Und dann bleibt eigentlich irgendwie eine quadratische Gleichung über. Ja? Wenn ich jetzt mal hiermit weitermache, hier oben steht da x plus 1 zum Quadrat ist k mal x. Und uns interessiert jetzt weiterhin das x. Wie stellen wir die Gleichung nach x um?
Oder wie lösen wir die Gleichung nach x auf? Das hier drüben ist, wie nennt man das? Binomische Formel. Ja, und also, wenn wir an das x ran wollten, wäre also ja vielleicht so eine Idee, die man machen könnte. Wir könnten irgendwie versuchen, die Wurzel zu ziehen. Ja, dann geht das Quadrat hier weg, aber dann nehmen wir auf einmal Wurzel x. Das ist mit Sicherheit nicht so wahnsinnig schlau. Also wäre vermutlich eine klügere Idee, wir lösen diese binomische Formel auf. So, was kann ich aus x plus 1 in Klammern zum Quadrat machen? Genau, also das ist ja so wie a plus b zum Quadrat und aus a plus b zum Quadrat kann ich machen a Quadrat plus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Also in unserem Fall x Quadrat plus 2x plus 1 und 1 zum Quadrat ist 1 und das haben wir noch gleich k mal x. So, dann geht es wie weiter? Wir holen das auf die andere Seite, sodass hier eine 0 steht. Ja, und dann haben wir praktisch so klassische quadratische Gleichung, deren Nullstelle wir suchen. Also rechnen wir minus k mal x. Und dann steht eben da x Quadrat plus, so, und dann haben wir 2 mal x minus k mal x. Da kann ich draus machen 2 minus k mal x. Plus 1 ist gleich 0. So, schöne klassische quadratische Gleichung. Quadratisches Glied mit einer 1 davor, lineares Glied, absolutes Glied, hier hinten steht eine 0. So, wie ist die Lösung dieser quadratischen Gleichung? PQ-Formel? PQ-Formel, ja, also das hier ist P, das hier ist Q. Und dann kommt da was für eine Lösung raus. X, 1 und 2, die beiden Lösungen, die diese quadratische Gleichung haben könnte, sind, jetzt muss man natürlich diese Formel wissen. Genau, also minus p halbe plus minus p Quadrat Viertel minus q. Das ist die Lösungsformel für die quadratische Gleichung, die das sozusagen an der Stelle nicht schlecht, wenn man die im Kopf hat, sonst muss man wissen, wo die steht. Dann kann man ja auch nachschlagen in der Wikipedia oder so, wenn man die Stelle schnell findet oder in irgendeiner Formelsammlung. Ich weiß nicht, man kann bestimmt auch ChatGPT fragen, aber ich weiß nicht, ob ich mich auf die Antwort verlassen würde. In dem Fall vielleicht ja, wenn man so ganz offensiv fragt, ist die vermutlich gar nicht so sehr weit her halluziniert oder konfabuliert. So, und jetzt setzen wir einfach den ganzen Spaß hier ein, ja? Also dann steht da, mit dem Minus kann ich hier eben einfach die Reihenfolge umdrehen. Dann kommt da raus k minus 2 halbe und plus minus. Ja, und hinten wird es jetzt so ein bisschen wild, weil wir natürlich das jetzt hier quadrieren. Also k minus 2 Quadrat Viertel und dann minus q, q ist 1, also tatsächlich minus 1. Ja? So, und dann kommt da irgendwie ein x raus. So, und jetzt kann man sich tatsächlich noch irgendwie Gedanken darüber machen, ob man das jetzt noch irgendwie vereinfachen könnte. Also ich würde mal behaupten, nicht. Also klar können wir jetzt hier wieder auch irgendwie eine binomische Formel drauf anwenden und können versuchen, noch am Ende irgendwie diese 1 da abzuziehen. Aber ich habe die Vermutung oder Befürchtung, das wird dadurch nicht hübscher, dieser Term. Ja? Ich weiß nicht, was steht denn in der Ergebniskonto? Da steht, achso, du bist dran, um zu scrollen. Eigentlich ist das doch so verlinkt. Irgendwo kann man noch an der Seite mal auf Ergebniskontrolle klicken und dann kommt man da runter. Aber du hast schon gescrollt. So, was steht denn da? Steht da diese Formel da? Sind wir schon beim finalen Ergebnis angekommen, was uns... Also, es steht auf jeden Fall eine PQ-Formel da. Es steht eine PQ-Formel? Ja, aber... Ne, die haben das noch vereinfacht. So. Die haben das noch vereinfacht. Ah, das ist k minus 2. Durch 2 haben die. Haben hier vorne durch... Also, da steht dann k halbe minus 1. Da steht anderthalb mal... Die haben das anderthalb ausgeklammert. Die haben das anderthalb ausgeklammert. Na gut, warum? Die 0,5, das ist die eine Hälfte. Von dem, ja. Von P, P
durch 2, also beziehungsweise minus P durch 2. Ja. Da wurde das, der Nenner 2 wurde da ausgeklammert, und zwar zu 1,5. Ja. Und dann Klammer steht auf. Da eben, okay, also da steht 1,5, ja. Klammer auf. K minus 2. Ach so, und dann, die haben auch noch 1,5 aus der Wurzel irgendwie ausgeklammert, oder was? Die haben die PQ-Formel aufgelöst. Ja gut, okay. Das nicht die PQ-Formel, sondern diese Wurzelgleichung hier hinten. Genau. Ja, okay, dann machen wir es vielleicht gleich noch, machen wir noch mal binomische Formel. So, jetzt können wir erstmal, genau, so, binomische Formel kann man auch machen. So, jetzt kann man natürlich erstmal scharf auf diese Gleichung hier drauf schauen und kann sich überlegen, also wenn ich jetzt ernsthaft irgendwie das ausrechnen möchte mit der Formel hier, was sollte dann mit dieser Wurzel bzw. mit dem Term in der Wurzel nicht passieren? Der sollte nicht negativ werden. Ja, so, jetzt kann man sich überlegen, also hier steht ja irgendwas minus 1. So, irgendwas minus 1 wird dann negativ, wenn das irgendwas hier vorne, wenn das kleiner 1 wird. Also das hier vorne muss mindestens 1 sein, größer 1, damit irgendwas minus 1 immer noch größer ist als 0. So, und hier unten steht durch 4, also hier oben, das muss auch mindestens 4 ergeben. Ja. Also muss nach Auflösen, nach Abziehen der Wurzel, muss das, was hier oben steht, mindestens 2 sein. Ja. Also wenn man jetzt mal von hier irgendwie, ich mache mal hier so einen Pfeil. Also dieser Teil k minus 2 zum Quadrat, ne, das hat jetzt wieder mit Elektrotechnik überhaupt nichts mehr zu tun, das ist einfach Mathematik. So, das muss größer sein als 0. Ja, so. Und das heißt weiter, dass k minus 2 zum Quadrat durch 4 größer sein muss als 1. Richtig? So. Das heißt weiterhin, wenn ich jetzt die 4 auf die Seite rüber multipliziere, dass k minus 2 zum Quadrat größer sein muss als 4. Und jetzt kann ich auf beiden Seiten im Prinzip die Wurzel ziehen und kann mir überlegen, wenn ich die Wurzel ziehe, negative Lösung brauchen wir nicht betrachten, weil das macht im bitte? In der Lösung ist die Wurzel noch da. Ich wollte jetzt nicht von Ihrem Kurs abholen. Nee, aber es geht mir jetzt ja nur um das K. Es geht mir nur um das K. Ja, und ich meine, also hier kann ich jetzt die Wurzel ziehen und eigentlich müsste ich ja plus minus die Wurzel machen von dem ganzen Spaß. Aber wenn ich plus minus mache, würde das k negativ werden können, was aber laut Aufgabe nicht sinnvoll ist. Ja, weil laut Aufgabe sollte das k bitte schön größer sein als 0. Ja, nicht größer sein als 1. Also das k sollte positiv sein, sonst macht es keinen Sinn. Kann ich einmal der Widerstand... So, also das heißt, wir ziehen die Wurzel von 4 ist 2 und hier ist eben k minus 2 ist größer als 2. Zogen wir die 2 noch auf die andere Seite rüber mit plus 2 und dann steht hier jetzt ganz oben nach der ganzen Umformung, k ist größer als 4 oder größer gleich 4, besser. Ja, so, machen wir mal, also 0 wäre ja auch okay. Es wäre auch überall ein größer gleich okay. Aber das k sollte auf jeden Fall größer sein als 4 in der Rechnung jetzt, in der Geschichte. So, und das hat uns unsere kluge Fallunterscheidung oder unser gesunder Menschenverstand hier vorher auch schon mal gesagt, das K sollte mindestens 4 sein. So, und jetzt, na gut, jetzt können wir noch ein bisschen an dem Ergebnis hier rumbasteln und setzen mal hier noch die binomische Formel ein. Und machen mal damit noch ein bisschen weiter. Ich schreibe mal jetzt hier einfach hier drunter, ja, und dann breite ich mich so in diese Richtung noch aus. Naja, das geht ja alles noch so. Also k minus 2 halbe, das lasse ich jetzt mal so stehen. Da können wir bestimmt auch noch irgendwie was draus machen. Aber so, plus minus die Wurzel. Und für k minus 2 ne, nehme ich jetzt binomische Formel. Und die habe ich ja hier schon mal mit Plus hingeschrieben und die funktioniert eben mit Minus genauso. So, also steht da k² minus
2 mal k mal 2 sind minus 4k plus 2 zum Quadrat sind 4 plus 4. So, und das Ganze geteilt durch 4, den Bruch habe ich ja immer noch. Ja. Und jetzt steht hinten noch minus 1 und aus minus 1 mache ich mal minus 4 Viertel. Was vielleicht ein smarter Trick ist, ja, weil dann geht die 4 hier oben weg eben. Aber ja, vielleicht ist das smart, vielleicht ist es auch nicht so smart. Also eigentlich meines Erachtens ist das nicht so smart, aber egal. So, und also zumindest kann ich jetzt die 4 und das ganze Kladderadschein, das kann ich jetzt wegmachen. Und ich könnte jetzt zumindest natürlich hier irgendwie ein K ausklammern, was mir meines Erachtens aber auch nicht so viel hilft, weil dann habe ich da irgendwie so ein Wurzel-K. Aber ich kann auf jeden Fall mit dieser 4 da was anfangen. Ja? Ja. Ja. So. Und jetzt mache ich sozusagen noch so Trick 17. Ich mache die 4 weg. Ja? Und statt der 4 schreibe ich, oder ich mache mal die 4 wieder hin, streiche die durch, ich schreibe anstatt 4 2 hoch 2 hin. Ja, und jetzt mache ich die, also eigentlich geht die Wurzel bis hier unten hin, ja, die geht ja bis zum Nenner. Und jetzt mache ich sozusagen die Wurzel nur noch über den Zähler und dafür mache ich hier unten das Quadrat weg. So die Idee. So, also schreiben wir das gleich nochmal hin. Ich hatte früher einen Mathelehrer, ja, Mathe-Tutor. Ich muss gucken, ob ich heute gelenkig genug bin. Wenn der an der Tafel so geschrieben hat, dann ist der immer so gegangen. Aber ich bin heute nicht... Hab Angst. Also k minus 2 halbe und jetzt machen wir eben immer noch plus minus. Die Wurzel geht nur noch über den Zähler dieses Bruches und dann macht der k Quadrat minus 4k und das geteilt durch 2. Und weil ich jetzt natürlich die gleiche 2 hier wie hier habe, ja, kann ich das wieder auf einen Bruch bringen. Und kann die ein halb, so wie von euch vorgeschlagen, davor schreiben. Und ich meine, meines Erachtens hinten aus dem hier kann ich irgendwie nicht mehr viel rausholen. Ja? Also ich kann K ausklammern, dann steht da aber K mal K minus 4. Da bringt mir das für die Wurzel auch nichts. Aber also am Ende kommt eben raus, meines Erachtens x1, 2. Ist k minus 2 plus minus die Wurzel von k Quadrat minus 4k. Und das ist das, was im Lösungsheft drin steht. Ob das am Ende noch rauskommt? Ja. Ja, aber es hat funktioniert. Ja, also zusammengefasst. Also, ja, was? Also in der Lösung steht dann noch k minus übrigens 4. Genau, aber das haben wir jetzt ja hier oben hingeschrieben. Ja, ne? Also k, also ich sieht man. Ich finde es nur gut, dass die Fallunterscheidung unsere erste Idee richtig gewesen wäre. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Also manchmal ist es gar nicht so verkehrt, ja, immer mal so einen Schritt zurückzugehen und sich irgendwie sinnhaft zu überlegen, wenn man jetzt so einfach mit ein bisschen Intuition und gesundem Menschenverstand rangeht, was würde denn dann rauskommen? Oder mit einem Zahlenbeispiel. Aber ich meine, am Ende, unsere ganze Rechnung hier zeigt uns ja, das K muss größer sein als 4, sonst funktioniert das nicht. Sonst habe ich da was Negatives unter der Wurzel. Und also klar kann man jetzt auch mit einem negativen Term unter der Wurzel weiterrechnen. Das ist ja das, was wir im zweiten Semester machen. Aber dann würde das x hier auf jeden Fall eine komplexe Zahl werden und hätte einen Imaginärteil. Und das wäre jetzt im Rahmen dieser Aufgabe nicht sinnvoll. Ja. Gibt es bis dahin, oder was gibt es bis dahin für Fragen zu der Aufgabe? Also ihr habt jetzt hinten noch irgendwie diskutiert. Ist alles soweit klar? Ist alles irgendwie lesbar? Alles. Ja, genau. Also das ist immer so ein bisschen, das ist natürlich immer bei solchen Aufgaben so ein bisschen schwierig. Wie nutzt man den Platz jetzt hier am geschicktesten, je nachdem, in welche Richtung man sich so vorarbeitet. Deswegen die Pfeile. Ja, und zusammengefasst zu dieser Aufgabe, also es ist so ein bisschen so ein klassisches Beispiel dafür, für solche Aufgabe, die
Tatsächlich aus meiner Sicht jetzt irgendwie fürs Verständnis nicht verkehrt ist, wenn man sowas mal drüber nachgedacht hat, die aber am Ende relativ wenig mit Elektrotechnik zu tun hat und sehr, sehr schnell mathematisch abdriftet. Ja? Weil, also Elektrotechnik ist, sagen wir mal, spätestens an der Stelle hier vorbei. Ja, das ist so der elektrotechnische Teil und alles, was wir hier gemacht haben, ist im Prinzip reine Mathematik jetzt. Das will ich jetzt damit nicht gesagt haben, aber es ist ja am Ende eine Elektrotechnikprüfung. Ja. Also solche Aufgabe kann auch mal drankommen, aber das wäre jetzt so die Einzelkandidatinnenprüfung. Oder bitte? Genau, also wenn man jetzt aus dem klassischen gymnasialen Oberstufenschulbereich kommt, wäre das der berühmte Aufgabenbereich 3, ja, der mit Transfer und Dings und allem drum und dran, ja, genau. Ne? Also unsere Prüfungen sind im Normalfall eben irgendwie nur 8 bis 9 bis 10 Aufgaben, irgendwie so aus dem Dreh, und dass mal eine von diesen Aufgaben irgendwie sowas Thema ist, halte ich jetzt nicht für ganz ausgeschlossen, aber man wird jetzt sowas nicht in jeder Aufgabe erwarten, und so ein bisschen das Problem bei diesen Aufgaben ist ja, wie mein Mathe-Tutor, mein anderer Mathe-Tutor früher immer gesagt hat, wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. Ja, und das ist natürlich bei dieser Aufgabe auch der Fall. Und also, wenn man auf diesen Trick hier kommt, ja, dann ist ja irgendwie relativ straightforward. Dann setze ich das ein und dann irgendwie, also mit so ein bisschen mathematischem Blick und Intuition und so, wenn man dann noch irgendwie darauf kommt, naja, bei solcher Aufgabe, also spätestens hier, wo ich irgendwas mit einem Quadrat habe, das sieht mir doch arg nach quadratischer Gleichung aus, und dann forme ich das mal so um, dass ich irgendwie PQ-Formel anwenden kann, und dann mache ich irgendwas mit der PQ-Formel. Also ich meine, was jetzt irgendwie mal ganz spannend wäre, wäre nochmal hier so ein paar Xs. Also vielleicht machen wir das mal gleich noch. Wir haben auch 5 Minuten. Die Zeit bringen wir rum. Wir nehmen uns jetzt mal k gleich 4, setzen mal k gleich 4 ein und rechnen das mal aus, was da rauskommt, um mal auf so ein Zahlenbeispiel zu kommen. Und für k gleich 4, naja gut, werden wir gleich sehen, was da rauskommt. Sollte ja eigentlich rauskommen, dass die beiden Widerstände gleich groß sind. Ja? Ja? Wäre irgendwie cool, wenn das so wäre. Weil das hat uns unsere ganze vorherige Betrachtung gesagt. Ja, auf jeden Fall, wenn man auf diesen Trick nicht kommt und wenn man quadratische Gleichung nicht sieht und PQ-Formel nicht sieht, dann ist man natürlich verloren bei solcher Aufgabe. Ja, also das wird sehr unwahrscheinlich, dass man dazu einer Lösung kommt. Und das will man ja in der Prüfung eigentlich nicht. Man möchte ja in der Prüfung, dass die Studierenden zu einer Lösung kommen. Ja, und also wenn das eine Prüfungsaufgabe wäre, jetzt wieder konjunktiv, dann würde da vielleicht auch irgendwo so ein Hinweis stehen, ja, oder so Trick, man setze mal R1 ist x gleich R2 ein oder sowas. Ja? So, so, also machen wir jetzt mal hier unten noch weiter. Ich schiebe mal noch mal ein bisschen hoch, da muss ich mich nicht bücken. Wir machen jetzt mal Beispiel. Ja? Ich nehme mal eine andere Farbe. Wir machen mal genau dieses Beispiel hier im Prinzip. Und setzen mal ein mit k gleich 4. So, wenn ich k gleich 4 einsetze, dann steht hier hinten 4 zum Quadrat sind 16, minus 4 mal 4 sind auf jeden Fall 0. Und dann steht da, dann steht hier vorne 4 minus 2 plus minus die Wurzel von 0, wie gerade besprochen, und das Ganze muss ich noch durch 2 teilen. Und 4 minus 2 sind 2, 2 durch 2 sind 1. Also kommt da raus, x, in dem Fall gibt es nur eine Lösung, weil die Wurzel genau 0 ist, x ist 1. Das Verhältnis, müssen wir ein bisschen runterschieben, das Verhältnis zwischen den beiden Widerständen ist 1. Und das passt auch total cool, weil wir vorhin gesagt haben, wenn k gleich 4 ist, sollten die beiden Widerstände gleich groß sein. Ja, daraus folgt ja, dass x ist 1, und das ist auch glücklicherweise genau das, was wir hier gerade ausgerechnet haben. So, das passt. Jetzt können wir noch so einen anderen Fall nehmen. Dann nehme ich noch mal eine andere Farbe, nämlich blau.
Wobei ich genau weiß, dass man in der Aufzeichnung, glaube ich, die Farben sowieso nicht unterscheiden kann. Aber egal. So, und mit Blau machen wir mal diesen Fall. Und setzen mal sowas ein mit K gleich 1000. So, und jetzt. So, wenn ich K gleich 1000 einsetze, was sollte dann für das X rauskommen? Also wir haben hier, ne, wir haben hier mal irgendwie Widerstände eingesetzt, dann kam raus, K ist 1000. Wie groß wäre hier jetzt das X in dem Fall? R1 ist X mal R2, R1 ist 1 Kiloohm, R2 ist 1 Ohm, also ist X, wäre X in dem Fall wie groß? Ein Ohm, ein Kiloohm, also 1000, ne? X müsste auch 1000 sein. Wenn das K 1000 ist, sollte das X auch 1000 sein. Hier war das K 4, das X war 1. Wenn das K jetzt sehr groß ist, ist das irgendwie so ähnlich wie das X. So, und, naja, jetzt müsste ja hier hinten in dieser Wurzel irgendwie was passieren, dass die nicht 0 wird, dann müsste ja noch eine zweite Lösung rauskommen. So, jetzt könnte man sich auch so ein bisschen mit Intuition und gesundem Menschenverstand überlegen, was könnte denn die zweite Lösung sein, die da rauskommt? Also, die könnte natürlich einfach negativ sein. Ja? Und wenn die negativ ist, dann macht das keinen Sinn, weil dann müsste ja ein Widerstand positiv, ein Widerstand negativ sein. So, also machen wir das mal. Als letzte Amtshandlung für heute und für diese Aufgabe, wir rechnen mal mit K gleich 1000, wie in diesem Beispiel. Und dann steht da X 1, 2 ist gleich. Hier unten ist unsere schöne Formel. Also ein langer Bruchstrich, wir teilen durch 2, K ist 1000, 1000 minus 2 plus minus die Wurzel von 1000 zum Quadrat, das sind 1.000.000. Vielleicht hätte ich auch lieber 1000 zum Quadrat schreiben sollen, aber jetzt ist es schon zu spät. Eine 0 fehlt mir noch. 1.000.000 minus 4 mal 1000 sind 4000, minus 4000. So. 1.000.000 minus, also muss man jetzt mit dem Taschenrechner ausrechnen, ne? Aber ich meine im Grunde, ich rechne jetzt mal so ein bisschen im Kopf, 1.000.000 minus 4.000, okay, ich habe 1.000.000 Euro im Lotto gewonnen, jetzt schenke ich meiner Schwiegermutter 4.000 Euro, muss ich ja nicht sagen, dass ich 1.000.000 Euro im Lotto gewonnen habe, naja, ich schenke auf jeden Fall irgendwie 4.000 Euro, okay, habe ich fast immer noch 1.000.000, ja, 4.000 Euro, okay, ja, so. Also ich habe immer noch 1.000.000 ungefähr und von der Million ziehe ich jetzt die Wurzel. Das ist die viel schlimmere Operation. Dann habe ich eben wieder nur noch 1.000. Ein bisschen weniger als 1.000, weil ich habe ein bisschen weniger als 1.000.000. So, also ich habe ungefähr 1.000 und jetzt rechne ich eben 1.000 minus 1.000. Also ich könnte rechnen 1.000 plus 1.000 minus 2. Okay, die 2 machen nicht viel, aber 1.000 plus 1.000 sind 2.000. 2.000 durch 2 macht ungefähr 1.000. Also es kommt, wenn ich plus rechne, sollte ein x1 rauskommen, was ungefähr 1.000 ist. Ja, irgendwer hat das jetzt hoffentlich mit dem Taschenrechner nebenbei gerechnet und dann einen genauen Wert. Ja, können wir nochmal jemanden machen. Oder hier irgendjemand im Chat oder so. So, also einfach mal das ausrechnen. So, und jetzt, wenn ich gesagt, die Wurzel, wenn ich die Wurzel ausrechne, ist das ungefähr 1000, ein bisschen weniger als 1000. 1000 minus ein bisschen weniger als 1000 ist, tja, ist irgendwas, was positiv ist. Jetzt die Frage, ist das größer als 2? Ja, also auf jeden Fall kommt da was Kleines raus und das nochmal durch 2. Ist jetzt die Frage, ob die zweite Lösung, weiß nicht, das müsste jetzt mal jemand ausrechnen. Du, jetzt sucht jemand einen Taschenrechner, um das auszurechnen. Also es könnte natürlich sein, dass x2 tatsächlich negativ wird. Habt ihr irgendwas gerechnet? Hierfür, was jetzt? Genau, einfach die Werte, einfach mal hart die Werte eingeben.
Und es könnte natürlich sein, dass das jetzt hier negativ wird. Dann streichen wir die Lösung einfach weg. Und die andere Möglichkeit ist, dass hier sowas wie ein Tausendstel rauskommt. Was auch? Also das Ergebnis für Plus wäre 997,998. Okay. Und jetzt ist noch die Frage, was passiert, wenn wir Minus einsetzen? Und meine Intuition würde mir jetzt sagen, da kommt eben ungefähr sowas wie ein... Ist es positiv? Ja. Genau, also genau, da kommt 0,00, also so. Oder sag mal mit 10 hoch 3, also 1, 1,002, ja, reicht hin. Und das mal 10 hoch minus 3, richtig? Ja. Ja, genau. So. Und ich meine, das ist eben ein Tausendstel. So, und das macht auch total, also das wäre auch tatsächlich meine Intuition vorhin gewesen. Ne? Also einmal kommt eben 1000 raus und einmal kommt ein Tausendstel raus. Weil es ja egal ist, ob ich den auf ein Kilo umsetze und den auf ein Ohm oder ich setze den auf ein Kilo um und den auf ein Ohm. In jedem Fall ist immer die Reihenschaltung 1000-mal größer als die Parallelschaltung. Ja, und das gibt uns die Formel hier unten glücklicherweise auch raus, dass eben einmal ungefähr 1000 rauskommt und einmal ungefähr ein Tausendstel als Verhältnis. Also schöne Bestätigung dessen, dass das tatsächlich richtig sein könnte, was wir jetzt hier ausgerechnet haben.